So, weiter geht's. Mit dem Blick auf die Tabelle starten wir weiter rein und wir sehen uns in der Nähe. Und ja, nach dieser weiteren Niederlage, das war jetzt die fünfte, die zweite in den letzten vier Spielen. Und jetzt haben wir mit Hertha die nächste Niederlage in Berlin kassiert. Also Union haben wir verloren und jetzt auch die Hertha verloren. Also, ja, es müssen jetzt echt ein bisschen gucken. Fünf Niederlagen in dieser Saison jetzt schon. Müssen gucken, dass wir da oben jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Nächster Gegner ist der VfL Wolfsburg. Schauen. Lass mich ja nur. So, unser Ziel ist gefährdet. Ja, lass mich doch einfach nur machen. Nächster Gegner, wie gesagt, der VfL Wolfsburg. Da spielen wir zu Hause und da hoffen, dass ich wieder ein bisschen reinkomme in dieses Match, in diese Saison. Und natürlich wollen wir Meister werden und das ist halt genau das, warum diese zwei Niederlagen, die für mich nicht eingeplant waren, einfach jetzt so schlimm sind. Na dann auf. Ja, stimmt ja. Da muss ja noch im Zweifel der Controller nochmal neu gestellt werden. Also ich verstehe nicht, ich muss irgendwann einen neuen Controller Der kaufen. große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Unser Stadion zu besuchen. So, und das heißt, wie gesagt, der nächste Gegner VfL Wolfsburg. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Nummer 20. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Per Kopf ist er immer gefährlich. Da hat er einfach ein richtig gutes Timing. Alles andere als einfach für die Gegenspieler. Marco Richter. Die Nummer 16. Javairo de Rossum. Und mit der Nummer 19. Lucas Alario. Ihr habt es auch nicht mehr in der eigenen Hand, diese Niederlage. Ne? Und es ist wieder so eine späte, blöde Niederlage. Du hast eigentlich das ganze Ding im Griff. Hast die Chancen und kriegst halt quasi so einen blöden Konter gefangen. Naja, mal gucken, wie es jetzt weiterläuft heute. Guter Vorstoß jetzt. Da ist aber keiner wieder in der Mitte. Jetzt vielleicht die Flanke. Zieht nach innen. Ah, schade. Nicolo Zaniolo. Baku. Da wäre jetzt Platz. Oh, der ist weg gegen Tia. Gegen Ciao. Jo, jo. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so Adios, Meisterschaft weg. Wenn du das Ding heute verkackst und wenn die Bayern das Spiel gewinnen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinen. Und es ist Baldé, der ist heute. Und da haben sie am Ende keine echte Chance mehr. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Aber mal gucken, da ist ja noch ein bisschen was zu spielen heute. Und der nächste verkackte den Ausgleich. Ja, das ist halt genau. Hinspiel war ein relativ deutliches 5-1 für die Gelsenkirchen. Ne? Mal gucken, was heute im Rückspiel passiert. Will Rosum. Könnte heute bei einem Sieg die Tabellenspitze erobern. Das wäre mal richtig stark. Und die Belohnung für ihre Saison. Ja, klar, dazu müssen wir heute erstmal wieder ein Spiel gewinnen. Also sind wir. Tja, die haben die Bayern, dann müssen die Bayern wohl verloren haben. Fairer Einsatz hier. Glatzer. Gut, Kobylanski. Lucas Alario. Alario? Lucas Alario. Er passt gut auf und hat den Ball. Ah, der Ball ist jetzt mal weit, weit weg. Gibt Einwurf.
ist doch klar. Ach komm schon, ey, du pfeifst einen. Gibst mir einfach mal auf gut Glück gelb, okay. Du hast den Vorteil abgewartet, genau so musst du das machen. Der Ballverlust. Kurz der Hinweis natürlich auf unsere Dauerkarte. Benoit Batashile. Piotr Zielinski. Ich hab's jetzt mal versucht, gerade reinzukommen. Du kommst aber auch nicht hier momentan. Du kommst aber auch nicht wirklich in die Zweikämpfe. Du kommst auch nicht in die Situation gerade. Wenn Elvis Retschbekai. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Jetzt haben wir ihn. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Schöner Pass. Schönes Ding auf Alario jetzt. Mal durch gegen Badeschiele. Der kommt da. Mit Tempo kann er dem Franzosen weggehen. Ausgleich, 28. Man muss heute den VfL Wolfsburg schlagen, um irgendwie da oben damit in diesem Meisterschaftsrennen drin zu sein. Schaut uns nochmal die Entstehung des Tores an. Verliert man das Ding heute, ist es vorbei. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor. 31. Saisontor, endlich wieder ein Treffer. Becker. Lucas Alario. Alario. Ja, schön Ecke gegen Lacroix, gegen Maxence Lacroix. Qua, und der grätscht noch mal den Ball ab. Ecke jetzt also, vielleicht die Chance auf den Treffer. Der Ball kommt rein. Schöner Einsatz, wichtig, dass sie da klären. Kubilanski. Da können sie klären. Ah, nicht geklärt. Benoit Batashile. Sie bringen den hohen Ball. Der war abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Warum nur nicht einfach, nur rauslegst? Der war frei durch. Das könnte was werden jetzt. Saniolo gegen Kolasinac. Das könnte die Führung geben. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und es gibt Abstoß, Gott sei Dank. Kolasinac. Der Ball spielt er raus. Der tut dazwischen. Weg ist der Ball. Ja, Wolfsburg macht es aber clever. Die wissen, wo die Schalker verwundbar sind momentan. Diese beiden Niederlagen bei Union und der Hertha, die tun beide extremst weh. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Das sind halt 6 Zähler oder Minimum 4, die eigentlich eingeplant waren. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Ach Mann, das war doch kein Abseits. Pfeif doch nicht jeden Angriff zurück bei mir. Beim Gegner ist es kein Problem, da darfst du es ruhig machen, aber wie du machst es. Bei mir muss es halt immer sein. Sie verlieren den Ball. Ja, Pause, 1-1. Wir gehen mit einem 1-1 in die Pause. Alles total offen hier. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Irgendwo ist da so gerade so ein kleiner Knacks in der Saison drin. Ich weiß nicht wo. Es hat eine Schwächephase. Naja, alles gut noch. Kann man. Ist ja noch ein bisschen was drin. Jetzt wieder Ballbesitz für Wolfsburg. So, wenn der jetzt pfeift, muss er eigentlich sogar rot geben, weil es eine Notbremse war. Der war ja. Dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Er gibt gelb. Und Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil es war, wenn es ein Foul war, pfeift er da, dann ist es rot und dann ist das Thema gegessen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Marco Richter. Kein Angriff, der durchläuft. Kein Angriff momentan. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Könnte was werden. Guter Pass. Del Rose. Del Rosun. Da geht er volles Risiko. Macht er das Tor. Und jetzt doch. Der ist drin, der ist drin, der ist drin. Es war kein Abseits. Es ist das Tor durch Marco Richter, 53. oder 54. Minute. Der Ball war über der Linie. Das müsste eigentlich auch jetzt
Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor, inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär. Aber so gerade noch. Aber so gerade noch. Der passt, der Ball. Ja, der Druck jetzt natürlich groß für den VfL. Sie liegen hinten. Erstmal die Ausgabe. Spiel geht, dreht in gegen den VfL Wolfsburg. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den FC Schalke 04. Dann geht es zu Hause gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim. Das verspricht natürlich einiges. Das könnte hochklassig werden. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Er lässt den Gegner stehen. Ciao. Und er gewinnt den Zweikampf. Warum auch immer der nicht spielen darf. Jetzt der Ballverlust. Schalke hat deutlich weniger von diesem Kobylanski jetzt. Aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen. Ich weiß, dass unten Rosun durchläuft. Da ist die Chance. Rosun! Richtig, dass er sich den Ball holt. Den muss er doch eigentlich nur rüberkriegen. So, Ballbesitz jetzt. Dani Latza. Latza. Ja, da ist Platz jetzt. Den Ball hat er. Ah, Mann, das ist jetzt ein bisschen viel zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel Unruhe drin. So, jetzt vielleicht noch mal was versuchen. Ganz souverän. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Hab dich. Und wir sehen hier den nächsten Gegner der Wölfe. Ach Mann! Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel. Die beiden nehmen sich nicht viel. Das. Ja, ich muss aber rausgehen, der Gegner hat den Ball. Könnte richtig spannend werden. Jawohl, gut gemacht da. 20 Minuten zu absolvieren. Super Pass. Den hat er gesehen, den Rosen macht doch mal jetzt Feierabend. Der macht es. 3-1. 73. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehen. Tor Nummer 7, jetzt wechseln sie doppelt aus. Ich muss natürlich jetzt wechseln. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 3-1 heißt es also jetzt. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. So, und jetzt gibt es sogar Freistoß für uns, weil... Ein Foul der Wolfsburger. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Ja. Abwehr hat aufgepasst. Leider aufgepasst, die Wölfe. Der Pass in den freien Raum. Wozzi. Ja, er hat den Ball. Im weg damit. Ball verspringt, das war zu sehen, das war trotz Bedrängnis keine gute Aktion. Gute Aktion. Super dieses Zuspiel. Oh, und Schwolo verhindert die Wolfsburger noch, dass sie nochmal rankommen. Mamouche kommt, der ehemalige St. Paulianer. Wie geht, Schwolo? Ecke kommt ins Zentrum. Weg. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Die Fans sind zufrieden, Buschi. Es hört sich zumindest danach an. Die Stimmung auf den Rängen ist absolute Klasse. Gut gelöst da. Ah, das wär's vielleicht dann. Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt 1899 Hoffenheim. So wie heute müssen sie spielen, dann haben sie eine gute Chance. So, jetzt sind wir jetzt das 4-1 machen durch Marco Richter. Verlieren den Ball. Dani Latza.
klasse Zuspiel. Ah. Und die Situation ist wieder bereinigt. Zwölf Abkommen. Hausaufgabe gelöst. Wichtig. Diese Partie. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stecken. Nach dem frühen Rückstand dann doch noch irgendwie das Ding nach Hause geholt. Hamburg steht Union. Weißt du, wir verlieren in Berlin. Du kriegst. Naja, egal, alles gut. Ein Punkt wieder nur Rückstand auf die Bayern. Es ist knapp. Ja, die beiden Niederlagen tun halt extremst weh. So, das war's. Nächstes Spiel heißt Hoffenheim. Das ist immer in der Tabellenachter. Die wollen noch mal ein bisschen reinkommen in Richtung Europa. 9 Spiele haben wir noch. Ein Punkt Rückstand auf die Bayern. Vielleicht haben wir noch eine kleine Chance. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann heißt es Hoffenheim als nächstes zu schlagen.